Warum habe ich jetzt das Inventar voll? Da wird doch wohl keine Katze für verantwortlich sein, die mir da eine Feder reingeschießen hat. Ja. Sie meint's ja lieb. Ne? Liebe Katze. Ja, lieb gemeint ist nicht immer gut gemacht. Da? Käsekuchen. Wasser ist herrlich, ne? Ist richtig geil. So. Alter, noch so viel abzugraben. Ich mache dann wohl, glaube ich, auch erstmal Feierabend mit dem Beton abbauen. Juhu. Und dann gehen wir rüber ins noch St. Ursula. Noch ist es ja St. Ursula. Dann gehen wir hin. Dann machen wir die Umbenennungszeremonie. Und ja, könnten wir eigentlich anfangen, den Schacht nach unten zu drillen? Da ist ja noch mehr Kohle. Will ich haben. Will ich sofort haben. Deswegen ist wahrscheinlich das Inventar auch voll. Aber wir werden es ja brauchen. So. Ja, machen wir die Umbenennungszeremonie, dann drillen wir einen Schacht in den Boden unter der Kathedrale. Und dann habe ich ja heute noch was vor. Und das wird mal richtig interessant. Hier den kleinen Knödel Gravil hier, den kann man mal wegmachen. Gravel, la 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 la. Muss ich gleich auch noch mal was zu sagen zu Jacques Trenet und Chansons und dem ganzen Schmonsens. Ja, erstmal, boah, das ist schon die zweite Nacht jetzt hier. Da drüben schwimmen wieder Oktopoden herum. Uch, so. Ah, jetzt hat sie mir auch noch ein totes Huhn. Katze. Katze? Das tote Huhn, das kannst du gleich mal wieder haben. Hier, friss. Viech. Ja, das kannst du aufessen. Ich werde ab jetzt Veganer. Na, bloß nicht. Ja, was ich noch sagen wollte. Also, neben, dass wir heute ein ganz klein wenig, wir werden wahrscheinlich heute das wenigste an der Abtei bauen. Ganz einfach, weil ich hatte mal eine Skizze dafür. Diese Skizze kann ich nicht auffinden momentan, da ich derzeit ein klein wenig hirnlos bin. Ja, auch ein schönes Mitbringsel sozusagen der Depri, nämlich zumindest bei mir ist es so, dass ich sehr stark mental eingeschränkt werde durch den Kram. Also es macht mich schon ein bisschen blöde. Bist du doch auch Vorsicht, ganz dünnes Eis. So, er bedroht das Publikum. Ja, das tut er. Wenn das Publikum scheiße redet, dann gibt es mal mit der Groben, ne? Aber sowas von. So. Können wir den noch mitnehmen? Nee, derzeit nicht, aber es sollte mir möglich sein. Hier, friss mal die Feder. Wir haben noch Platz im Inventar für ein paar Oktopoden-Hinterlassenschaften. Das werden wir nutzen. Bleib da. Hui. Wo ist der? Da ist er. Dann kriegt man nämlich auch noch ein paar Erfahrungslevel. Guck mal, wir sind schon wieder auf dem Level en route 20. Das ist doch sehr, sehr geil. Wenn ich jetzt sehen. Ah, ich sehe ihn. Dann werden wir uns gleich mal eine kleine Abkürzung nehmen. Wir müssen ja nicht unbedingt, ne? Ja, und ich dachte jetzt gerade auch so, aber nee, das bringt ja nichts. Wir haben ja keinen Platz im Inventar. Zum Glück für euch haben wir keinen Platz im Inventar. Denn sonst würde der Honk jetzt was ganz, 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 ganz Böses tun. Obwohl, das würdet ihr wahrscheinlich auch noch lustig finden. Denn da ist ja die Mine von Honkheim. Ja, es ist die Mine von Honkheim. Die von Keoschheim liegt ja direkt unter Keoschheim. Also ist das hier die Honkheimer Mine. Und wenn ich jetzt das Inventar nicht voll hätte, ratet mal, was ich dann tun will. Dann würde ich in die Mine gehen und dort ein bisschen Action machen. Wie schade, ne? So, nochmal und bleib gefälligst, wo du bist. Ja, versteck dich nur.
So. Ja, guck mal. Hier müssten doch eigentlich noch mehr sein. Katze, hast du irgendwo... Hast du die Farbe gefressen, Katze? Sie sagt, nein, ich mag keine Tinte essen. Das ist gut, Katze. Ich finde das gut, dass du keine Tinte essen magst. Ansonsten wärst du ein alter Tintenkiller. So, nee, also wenn ich jetzt kein Inventar voll hätte, dann würde ich jetzt hier in der Mine ein klein wenig Schabernack treiben. Weil man das eben mal so nebenbei machen kann. So, Mine Honkheim, incoming. Honkheim, Honkheim. Ah, nee, 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 nee. Wir wollen nicht nach Keoschheim jetzt. Wir wollen nach noch St. Ursula, was sich gleich ändern wird. Versprochen. Ja, und was ich die ganze Zeit erzählen wollte, wir werden hier heute... hier ist ja der Portalraum. Übrigens, hier ist ein Fehler passiert. Letztes Mal, ich habe es gesehen inzwischen. Das da muss nach da, weil... Guck mal, hier da, ne? Also die Ecke muss komplett rüber verschoben werden. Machen wir heute vielleicht auch noch, weil da ist ja das Portal des Dorfes, wo wir jetzt sind, das jetzt einen Namenswechsel erfährt. Und genau, nehmen wir auch auf. Ah ja, wir nehmen auf. Gut, 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 gut. Facecam läuft. Ja, alles gut. Ja, könntest mal sehen. Funktioniert ja auch mal was hier, ne? Endlich mal. So, ich will gleich auch noch mal was machen. Ja, lass mich mal schauen, was wir hier so haben. Ja, ein paar Bonus haben wir da. Ein paar Bonus haben wir auch hier. Wozu will er jetzt Bohnen haben? Ja, eine gute Bohnensuppe. Serbische Bohnensuppe. A la Srebrenica. Wieder gut. Was ist da lustig? Alles. Alles, mein Freund. Alles. So. Tovarishi. Ich baue mal hier weiter. Und das ist ja hier dann sozusagen die letzte Kemenate. Bei weitem nicht die letzte für immer, aber es wird so schnell nicht vorbei sein. Aber so ein bisschen, ja, wir können hier jetzt wieder eine Hütte machen. Was mir gerade auffällt, uns fehlt Holz. Warte mal, ehe ich jetzt neue Spruce Planks mache oder Spruce Slabs, schauen wir doch mal hier in die Dinger rein, ob wir nicht hier schon so etwas haben. Da zumindest nicht. Hier haben wir zwar Spruce Planks, die nehmen wir mal mit. Und Spruce Wood haben wir hier auch. Wouldn't it be good? Hier, rotes Glas brauchen wir. Ich werde mal dafür das rausschmeißen. Ich werde mal den ganzen Gravel und Sand kurz rauswerfen, solange wir ihn nicht brauchen. Können wir nämlich später damit arbeiten. Und wir brauchen in der Tat jetzt mal ein paar Spruce-Slapsen. Hier, gucke. Das waren jetzt ein bisschen viel, aber egal. Oh, der alte Hund und das Rülps. Was ich jetzt noch gesehen hatte, diese hier kommen auch mal mit. Was will er mit denen? Na, pass mal auf, was er damit will. Er baut die hier an, weil uns ansonsten in absehbarer Zeit das Holz ausgehen wird. Glaubst du nicht? Glaubst du besser? So, einmal hier rüber. Zack. Und dann machen wir hier noch einen hin. Und hier noch einen. Und ja, wir haben noch einen. Einen haben wir noch. Gott, Mann. So, und dann können wir nämlich mal... Ich nehme erstmal die zwei hier. Und das reicht nie, aber das ist gut so. Ach, ich hätte auch gleich mal Netherrack-Ziegel holen sollen. Da dürfte jetzt einiges von fertig sein. Ach, gucke mal. Ja, ausleuchten sollten wir auch möglichst dringend bald mal hier. Also jetzt. Subito. Weil
Ich sehe ansonsten schwarz für unsere Dorfbewohner. Irgendwas zischt hier. Oh, alter Endermann. Ich habe ja immer Angst, dass der Enderklaus uns hier irgendwie einen Block aus der Mauer klaut und die Dorfbewohner dann da rauslaufen. Ich sollte ihn nicht auf Ideen bringen. Haltet doch mal die Schnauzen, ich habe zu tun. Ist so. Ja, nee, gar nicht gut. Das hier möchte ich mal wohin packen. Und gib mal hier die Knochen her. Jetzt weißt du schon, was ich machen will, ne? Hör auf, in die Kiste zu pissen. Entschuldigung, ist so. Der hat das gerade versucht zu machen. Erzähl mir nichts. Ich weiß, was die machen wollen. So, dreimal Bohnenmehl. Wo könnte man denn mal? Nö, hier nicht unbedingt. Wir können ja mal hier so eine kleine Ecke machen. Wo ist denn hier noch Netherrack? Guter alter Netherdreck. Alter, haut doch mal ab, ihr. Boah, ich hätte ihm beinahe eine gehauen. Ich bin heute sowas von gefährdet, Dorfbewohner zu verprügeln. Es ist unglaublich. So, bis dahin. Ob die Bäume dann noch wachsen? Nö, tun sie wahrscheinlich nicht, weil... Ja, das sind ja solche Mimöschen, die wollen ja unbedingt Abstand haben. Mimöschen. Die wollen ja unbedingt Abstand haben. Die wollen ja unbedingt Corona-Abstandsregeln einhalten. Halt die. So. Ich darf das, ich bin darum. So, wo ist denn das Bohnenmehl? Da ist das Bohnenmehl. Oh, da ist ein Pilz. Ah, Pilze. Och, schau mal, was wir gemacht haben. Wir. We together. Oh, das Ding ist ja total hochgewachsen. Ach so, wenn das keine Möglichkeit findet, zur Seite zu wachsen, dann wächst das hoch. Oh. Das ist eine interessante Angelegenheit. So, Leute, ehe ich es wieder vergesse. Feierliche Umbenennungszeremonie. Ich werde jetzt kein Schild aufstellen oder sonst was. Das muss jetzt einfach mal so gehen. Liebe Bewohner dieses Dorfes, dieses Dorf heißt ab heute nicht mehr St. Ursula, sondern St. Alphons. Saint Alphonse, wie der Franzose sagen würde. Alphons, du hast es dir verdient. Du kriegst hier eine schöne finstere Abtei. Ja, freu dich schon mal. Okay, wo ist eigentlich Käsekuchen geblieben? Käsekuchen? Wilma, hast du Käsekuchen gesehen? Wilma, hast du Käsekuchen gesehen? Ich vermisse Käsekuchen. Jo, warte mal. Lass mal hier den Nether-Zwerg rausholen. Zack. Und zack. Dann haben wir nämlich gleich da hinten den letzten Raum der unteren Etage. Ja, es wird hier mehrere Etagen geben. Fertig. Lass mich mal hier irgendwas rauswerfen. Das ist ja schrecklich. Das hier. Genau. Ich verarsche die Katzen. So. Ja, ich darf das. Ich bin der Hunk. Ja, oh, wir haben Diamantenschuhe. Ich bin sowas von glücklich. Ich möchte auf und ab hüpfen vor Freude. Ja. So. Da muss doch noch Atta. Genau. Manchmal habe ich ein bisschen Knick in der Pupille und dann sehe ich die Dinge nicht mehr. Und sogar den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, und ja. Und ja. Ja, brennen wir ruhig mal alles weg von dem Quatsch. Ja, wir müssen dann übrigens auch bald Kohle wieder besorgen, denn wenn ich eins weiß, dann wenn man mit Ziegeln oder mit Netherziegeln arbeitet beim Bau, dann schwindet die Kohle ganz einfach in schrecklicher Geschwindigkeit dahin. Eben noch sagst du, hui, habe ich viel und dann aber auch wieder nicht. So.
La 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 la. Oh, ja, das sollte eigentlich noch gar nicht. Das habe ich ja schön verkackt. Warte, hier. Ich muss das zumachen. Jetzt ist der Farmer hier draußen. Fuck. Das alles nur, weil ich da unbedingt dieses Netherrack-Zeug, oder Nether-Mylium, was ich übrigens total zum Brüllen finde, das sind, ich habe ja letztens rausgefunden, wie bestimmte Dinge in der deutschen Version von Minecraft heißen. Nezel. Hä? Wer ist denn auf diese beknackte Idee gekommen? Nezel. Wirrwald. Was muss man geraucht haben, um solche Worte zu erfinden? So. Nezel. Aha. Rote Fenster. Oh, ich habe ja noch einen, ne? Zum Düngen. Das ist ja lustig. Warte mal. Ganz schnell hier eine Tür hinbauen. Denn sonst ist der Vogel da draußen gleich weg. Ich sehe es einfach. Ich sehe es einfach kommen. Ja, könnte sein, dass wir noch eine Tür irgendwo haben, aber ich nehme mal an, nicht. Nein, nein. Ja, und das hier machen wir dann auch irgendwann demnächst mal brauchbar. Glaub es oder glaub es nicht. Es wird passieren. I know it's gonna happen. So. Das hat er nicht gemacht, ne? Ich. Ja, eigentlich ist das doof. Ich weiß, ich könnte eine Axt nehmen. Ich könnte. Aber ich mache hier erstmal Klötze rein. Ich weiß nicht, wie ich das an den anderen Seiten gemacht habe. So, jetzt nehmen wir tatsächlich eine Axt, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier 10.000 Stunden lang mit einem Klotz rumzuhauen. So. Nochmal ein paar Fackeln hier hinten hin. Und siehe da, tatsächlich, jetzt ist aus dem Farmer ein Arbeitsloser geworden, weil er nicht durch die Mauer durchkommt. Dieses selten doofe Stück. Ja, du bist gemeint, selten doofes Stück. So. Genauso wie du darüber gekommen bist, genauso hätte, ach nee, hätte er gar nicht. Moinsen. Ja, herzlich willkommen zurück im Dorf. Willst du eine Schaufel ins Gesicht? Ist der beste Weg. So. Ja, St. Alfons heißt dieses Gebilde hier. Opelfritze, du willst mich umbringen, ne? Ich weiß das. Du willst, dass ich dir die Schaufel ins Gesicht schlage und dann willst du mich sofort töten. Ich weiß das. Ich kenne euresgleichen. Oh, geil. Ah, guckt euch das an, was hier alles wächst. Na, Opelfritze. Ja, und Opelfritze, nochmal kann ich sagen, hat nichts mit dem Auto. Guck mal, der hat ein Smiley hinten drauf. hat nichts mit der Automarke Opel zu tun, sondern für mich ist alles, was so macht, das Opelt herum, ne? Hat was mit alten Opas zu tun. Die Opel nehme ich auch immer durch die Gegend. Ist so. Gut. Ja, Mau. Ich muss mal hier das nochmal loswerden. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo noch drauf klatschen kann. Mit Sicherheit geht das irgendwie. Da. So, haben wir was essen? Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so alles machen können. So, ich guck mal das Daniel. Ja, hier haben wir einen Loom. Und einen Kauldron. Es sollte eigentlich alles rüber nach Honky Island. Ja, und da soll es eigentlich immer noch hin. Weil die haben hier schon einen Kauldron und einen Loom herumlumen. Und wie viel Lumen der wohl hat. Hier muss auch noch fertig gemacht werden. Was macht ihr denn hier oben? Ich werde mal kurzfristig die Betten hier wegklauen. Damit die Jungs wissen, wo sie hingehören eigentlich.
Wie viele von denen, ne? Und da ist auch noch einer. Ach, ist das schön. So, dahin und dahin. Und dann geht das los. Mittag. Hiermit verkündige ich, dass das St. Alphons ist. Jo. Das ist ja geil. Sehr schön, meine Wörgelchen. Wie sie alle laufen. So, ich überlege mir jetzt, was machen wir als nächstes? Denn kleinen Augenblick, ich gucke erstmal 42 Minuten, erst zwei Folgen. Holy Schissel. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Nämlich, ich habe hier gesehen, hier ist eine Ho. Schnausee, wie der Franzose sagen. Nicht nur der. Hey! Willst du Bratwurst? Ja, nehmt euch die gute Bratwurst. So. Haben wir denn hier? Pumpkin Seeds. Nee, ich mag jetzt eigentlich keine Pumpgun-Pflanzen.